wahrnehmen und beobachten. Zunächst möchte ich unterscheiden, was wahrnehmen bedeutet und was tatsächlich beobachten bedeutet. Wahrnehmung begleitet uns im wachen Zustand fortlaufend. Man könnte in Anlehnung an Watzlawick sagen, man kann nicht nicht wahrnehmen. Beobachtung hingegen ist eine bewusste Einschränkung der Wahrnehmung. Wir konzentrieren uns auf einen bestimmten Gegenstand und dem liegen dann Erwartungen oder Annahmen, also implizite oder explizite Theorien, die wir gegenüber dem Gegenstand haben, zugrunde. Und damit wird die Beobachtung auch zu einer Grundkategorie des wissenschaftlichen Handelns, weil wir eben sozusagen theoriegeleitet wahrnehmen können. Wahrnehmen ist, wie gerade dargestellt, durch implizite oder explizite Annahmen geleitet. Und das können persönliche Faktoren sein, also Bedürfnisse, die wir haben, wenn wir hungrig sind und laufen durch die Stadt, fallen uns vermehrt Geschäfte auf, in denen wir etwas zu essen kaufen können. Motive, Interessen, Stimmungen, Gefühle, Empfindungen und Emotionen, die wir haben, prägen unsere Wahrnehmung. Das wurde auch schon in der Vorlesung zu den Emotionen dargestellt, dass wir eben unsere Wahrnehmung gesteuert ist durch bisherige Erfahrungen und Emotionen, die damit verbunden sind. Darüber hinaus gibt es eben auch Einstellungen und Wertvorstellungen, die wir haben, aber auch unsere Intelligenz und unsere Fähigkeiten und Fertigkeiten beeinflussen unsere Wahrnehmung. Auf der sozialen Ebene gibt es eben Einstellungen und Vorurteile gegenüber bestimmten Personengruppen, die unsere Wahrnehmung steuern oder Wert- und Normvorstellungen, die wir haben. Beobachtung kann jetzt definiert werden als aufmerksame Wahrnehmung, die sich kontrolliert auf einen Gegenstand richtet und das Ziel hat, eine genaue Kenntnis dieses Gegenstandes zu gewinnen. Zur wissenschaftlichen Beobachtung gibt es vielfältige wissenschaftliche Ausführungen und zunächst einmal ist nach Ingenkamp zu sagen, dass wissenschaftliche Beobachtung dadurch gekennzeichnet ist, dass man die Absicht hat, Annahmen zu überprüfen, dass man eine systematische Selektion bestimmter Aspekte vornimmt, dass man die Absicht hat, die erhobenen Daten auszuwerten und dass die Kriterien der Replizierbarkeit der Daten und auch der Objektivität vorliegen müssen. Das heißt, also ein anderer Beobachter muss unter demselben Setting vergleichbare Daten wieder erhalten, damit die Beobachtung nicht einfach spontan und subjektiv ist. Um diese spontane Beobachtung von der wissenschaftlichen Beobachtung nochmal präziser abzugrenzen, kann man sagen, dass der wissenschaftlichen Beobachtung die Merkmale der Zielgerichtetheit zugrunde liegen. Also das heißt, wir haben eine Fragestellung, die wir vorab formuliert haben. Die Beobachtung ist planmäßig, das heißt, wir legen ein Setting fest und auch einen Zeitraum, in dem das passiert. Wir können über die Methoden unserer Beobachtung reflektieren, wir können Auskunft darüber geben und wir legen eine Möglichkeit der Deskription der Beobachtung fest. Dadurch entsteht eben eine Strukturierung der Beobachtung. Es ist kontrollierbar, was wir beobachtet haben. Der Nachteil ist, dass die Aussagebreite eingeschränkt wird. Wir haben also nur einen Ausschnitt der Realität. Wenn wir uns jetzt vornehmen, wir beobachten eine bestimmte Situation in der Klasse, treffen wir vorher eine Auswahl, weil wir nicht jede soziale Interaktion festhalten können. Und wenn wir die Auswahl getroffen haben, bleiben eben bestimmte andere beobachtbare Möglichkeiten fallen dann weg. Dadurch entsteht sozusagen ein Bandbreite-Genauigkeitsdilemma, also umso
umso kleiner der Ausschnitt ist, umso genauer können wir dort Beobachtungen festhalten, umso breiter der Ausschnitt ist, den wir wählen, umso größer ist die Bandbreite, aber umso ungenauer werden unsere Beobachtungen. Verhaltensbeobachtung als wissenschaftliche Methode ist nun der Gegenstand, der uns am meisten interessiert. Nach Fiseni heißt Beobachten, Ereignisse, Vorgänge oder Verhaltensweisen sorgfältig wahrzunehmen und zu registrieren. Huber 98 sagt dazu: Unter wissenschaftlicher Beobachtung wird die zielgerichtete und methodisch kontrollierte Wahrnehmung von konkreten Systemen, Ereignissen, Klammer auf, zeitliche Änderungen in konkreten Systemen oder Prozessen, Sequenzen von Ereignissen verstanden. Bei diesen Beobachtungen spielt der Beobachter selber eine große Rolle und beeinflusst eben die Beobachtung allein durch seine subjektiv gefärbte Wahrnehmung. Also Beobachten ist eine Wahrnehmungsleistung, aber auch eine Selektions- und Reduktionsleistung. Es gibt vier Aufgaben nach Berger und Wolf, die das Beobachten oder die Aufgaben des Beobachters kennzeichnen. Zum einen ist das das Entdecken, das Beurteilen, das Kodieren und das Registrieren. Und weiter führen die Autoren aus, mehr als bei anderen Erhebungsinstrumenten hängt die Qualität der Untersuchungsergebnisse direkt vom Beobachter ab. Deswegen sind die Beherrschung der Theorie und Methode der Beobachtung, die Einsatzbereitschaft, Gewissenhaftigkeit, selbstkritische Haltung und Exaktheit unverzichtbare Eigenschaften eines Beobachters. Dieses Zitat ist für unser Fach von herausragender Wichtigkeit. Wenn Sie einen Moment innehalten und darüber nachdenken, was es bedeutet, wenn Sie im Rahmen einer diagnostischen Erhebung ein Kind beobachten, und darüber nachdenken, wie gewissenhaft sind Sie dabei? Wie selbstkritisch ist Ihre Haltung? Also wie gut können Sie Ihre eigenen impliziten Theorien reflektieren und damit eben auch der Gefahr trotzen, dass Vorurteile, die Sie vielleicht haben, in die Beobachtung einfließen. Wie exakt sind Sie? Haben Sie sich gut vorbereitet? Haben Sie eine Uhr? Haben Sie vorher festgelegt, was Sie beobachten? Und erst dann werden Sie ein guter Beobachter. Das heißt, ein guter Beobachter muss immer selbstkritisch sich mit seinen eigenen impliziten Theorien auseinandersetzen und auch mit der Situation der Beobachtung und darüber nachdenken, was kann jetzt diese Beobachtung subjektiv beeinflussen. Die Autoren unterscheiden zwischen unterschiedlichen Formen bzw. Verfahren der Beobachtung. Zum einen unterscheidet man zwischen strukturierten und unstrukturierten Beobachtungen, offenen und verdeckten, teilnehmenden oder nicht teilnehmenden Beobachtungen, natürlichen und künstlichen Beobachtungssituationen, Eigenbeobachtungen oder Fremdbeobachtungen und direkten oder indirekten Beobachtungen. Die wichtigen Formen möchte ich im Folgenden etwas näher erläutern. Zu den aktiven Beobachtungsformen gehört die sogenannte Feldbeobachtung. Da begibt sich der Beobachter in eine natürliche Situation, also in das zu untersuchende Feld. Und häufig ist es eine teilnehmende Beobachtung. Das heißt, der Beobachter ist in der Interaktion der sozialen Situation, die er gerne beobachten möchte, aktiv. Also er nimmt daran teil. Das ist zum Beispiel auch der Fall, wenn Sie sich in ein Klassenzimmer setzen, um einen bestimmten Schüler zu beobachten. Sie übernehmen in dem Moment eine Rolle, die Kinder beobachten Sie auch und
Dadurch haben sie natürlich auch einen besonderen Zugang zu dem sozialen Feld. Der Beobachter verändert dadurch auch die Interaktion. Also wenn sie plötzlich eine fremde Klasse betreten, verhalten sich die Kinder anders, sie sind vielleicht neugierig, sie sind auf, ihre Aufmerksamkeit kann sich von der Lehrerin weg zu ihnen hinwenden und auch das Verhalten sich dadurch ändern. Und ein wichtiger Punkt ist, dass auch die Beobachtungsergebnisse erst nachträglich protokolliert werden können, wenn ich an der Interaktion in der sozialen Situation teilnehme. Bei der passiven Beobachtung ist es so, dass ich die Möglichkeit habe, sofort zu protokollieren. Das ist, wenn ich mich still hinten in die Klasse reinsetze und die Kinder akzeptiert haben, dass ich anwesend bin, aber das nach einer Zeit vergessen. Aber das Wissen darum, beobachtet zu werden, kann das Verhalten zum Beispiel dahingehend verändern, dass sich die Schüler versuchen, sich besonders gut zu benehmen, wenn sie wissen, es wird protokolliert. Auch die Beobachtungsanlässe sind hochrelevant. In der Regel gehen wir immer davon aus, dass eine Verhaltensbeobachtung sich auf ein einzelnes Kind richtet. Und wir gehen auch davon aus, dass in der Regel das Arbeits- und Sozialverhalten dann beobachtet wird. Aber wir können auch andere Sachen beobachten, wie das Spielverhalten, das Lern- oder Leistungsverhalten, seine Sprachkompetenz, sein Weltwissen, das es im Unterricht präsentiert, oder seine Kreativität. Natürlich können wir auch ganze Lerngemeinschaften beobachten, also zum Beispiel eine Klasse. Und auch hier können wir den Wissensstand oder das Lernverhalten oder eben das Sozialverhalten beobachten. Das ist unter Umständen ganz interessant, um herauszubekommen, wie ist denn die Gesamtsituation der Klasse, in der sich ein einzelnes Kind nicht wohlfühlt. Und man kann natürlich die Lernbedingungen beobachten und auch das sind wichtige Informationen, die wir erhalten bekommen. Also welche Methoden werden angewandt, wie ist Spielen und Lernen im Unterricht integriert, werden die Erlebnisse und der Kinder mit in den Unterricht einbezogen oder die Ereignisse, die im Klassenzimmer stattfinden. Wie ist die Lernumgebung gestaltet? Welches Materialangebot bekommt das Kind? All das sind auch wichtige Dinge, wenn wir Aussagen darüber machen können, warum ein Kind zum Beispiel Probleme hat, sich in eine Klassengemeinschaft zu integrieren oder warum sein Arbeits- und Sozialverhalten als abweichend wahrgenommen wird. Unter Umständen ist das kein Problem des Kindes, sondern der Lernbedingungen oder der Lerngemeinschaft, in der es sich befindet. Die Art der Datenfixierung, also wie halte ich die Daten fest, die aufgrund meiner Beobachtung erhoben sind, ist sehr wichtig. Es gibt verschiedene Formen, also erstmal die mechanische Registrierung oder auch isomorphe Deskription genannt. Das bedeutet, dass der gesamte beobachtete Inhalt erfasst wird. Das können wir in der Regel nur mit Tonband- oder Videoaufzeichnungen erreichen. Und das hat den großen Vorteil, dass wir, wenn wir die Daten auswerten möchten, sie beliebig oft wieder anschauen können. Und der Beobachter muss auch nicht sofort alles verschriftlichen. Aber auch hier haben wir in besonderer Weise fast noch mehr, als wenn eine reale Person in der Klasse sitzt, das Problem, dass die Anwesenheit einer Kamera oder eines Mikrofons die Beobachtung beeinflusst. Es gibt interessante Beobachtungen, die zeigen, dass die Beobachteten circa 15 Minuten lang ihr Verhalten verändern, wenn sie wissen, dass sie gefilmt werden. Und nach 15 Minuten verhalten sie sich wieder genauso, wie
als ob sie nicht gefilmt werden. So gesehen sind dann die Beobachtungen vor allen Dingen dann interessant, wenn die ersten 15 Minuten vorbei sind und der Einfluss der Kamera seine Wirksamkeit nicht mehr entfaltet. Bei einer normalen Verhaltensbeobachtung, wie wir sie im Rahmen der Diagnostik durchführen, ist eine Videoaufnahme in der Regel nicht angesagt. Deswegen haben wir eher eine Art der Datenfixierung, die eine sogenannte reduktive Deskription ist. Also wir haben eine symbolische Registrierung, weil uns die technischen Hilfsmittel oft nicht zur Verfügung stehen oder wir sie auch gar nicht einsetzen möchten. Und deshalb muss die Menge der anfallenden Daten durch die Beobachtung auf ein Maß rückgeführt werden, das wir wirklich bewältigen können. Denn wir können nicht jedes Wort, das die Lehrerin sagt und das jeder Schüler sagt, jede Mimik, jeden Ausdruck und jede Handlung fixieren. Deshalb gibt es verschiedene Hilfsmittel, die eingesetzt werden, um eine solche reduktive Deskription durchzuführen. Zum einen können Zeichensysteme eingesetzt werden, die dann es uns ermöglichen, für ein bestimmtes Verhalten, also zum Beispiel ein aggressives Verhalten, ein bestimmtes Symbol zu haben oder für andere Verhaltensweisen ein anderes. Das ist vor allen Dingen dann gut, wenn wir viele Ereignisse, die immer wieder auftreten, in ihrer Häufigkeit auch registrieren möchten. Es gibt Kategoriensysteme, die uns erlauben, verschiedene Ereignisse vorab zu klassifizieren und dadurch ein Beobachtungsschema zu erhalten, wo wir schnell die festgelegten Kategorien einsetzen können. Ein solches Kategoriensystem werde ich Ihnen am Ende der Vorlesung vorstellen. Häufig werden auch Schätzskalen, sogenannte Ratingverfahren, eingesetzt. Dort haben wir sozusagen eine Skala, oft von 1 bis 5, und der Beobachter trägt den Ausprägungsgrad eines zu beobachtenden Verhaltens ein. Und durch die Zuordnung der Zahl haben wir dann eine Aussage über den Grad der Ausprägung, also ob das Verhalten stark, mittel oder schwach ist. Ein solches Ratingverfahren für eine Unterrichtsbeobachtung liegt beispielsweise von Helmke vor, der Bogen zur Unterrichtsbeobachtung, wo wir verschiedene relevante Verhaltensweisen des Lehrers in der Klasse mit Schätzskalen beurteilen können. Wie anfangs bereits erwähnt worden ist, gibt es subjektive Einflussfaktoren, die unsere Beobachtungen verzerren. Und diese Einflussfaktoren und Verzerrtendenzen sind Effekte, die immer wieder auftreten. Und es ist wichtig, dass wir gut darüber Bescheid wissen, denn sie verzerren unsere Beobachtung. Und hier haben wir sozusagen über das theoretische Wissen die Möglichkeit, uns selbst kritisch zu reflektieren. Ein sehr wichtiger und bekannter Effekt ist der sogenannte Halo-Effekt, nach Halo Heiligenschein. Es ist ein systematischer Fehler, der bei Personenbeurteilungen auftritt. Und der Effekt, der dort passiert, ist, dass wir ein einzelnes Merkmal einer Person als so dominant empfinden, dass andere Merkmale der Person in den Hintergrund gedrängt werden und wir sie bei unserer Beobachtung gar nicht mehr berücksichtigen. Und der zweite wichtige Effekt ist, dass wir aufgrund des gewählten Merkmals, das also wir besonders beobachten, auch noch auf weitere Eigenschaften der Person schließen, ohne dass hierfür eine objektive Grundlage vorliegen muss. Das ist also sozusagen ein typischer Effekt, der bei Menschen mit Behinderungen auftritt. Also dass eine auffällige Behinderung in den Vordergrund des Betrachters rückt und daraus eben
durch die Fähigkeitseinschränkung, die die Behinderung mit sich bringt, wir auch auf andere Fähigkeiten schließen und davon ausgehen, dass sie auch beeinträchtigt sein könnten. Und grundsätzlich gibt es das natürlich auch im positiven Sinne, dass man eben sagt, dass jemand ausgesprochen hübsch ist und gut aussieht und wir dann daraus schließen, dass er auch sonst ein sehr erfolgreicher Mensch sein müsste. Der nächste wichtige Effekt ist der sogenannte Positionseffekt. Das ist das erste oder das letzte Ereignis, das von dieser Person ausgeht oder die Information, die wir von ihr haben, das gesamte Urteil prägt. Also angenommen, Sie möchten ein Kind beobachten, kommen in die Klasse und dem Kind fällt als erstes die Wasserflasche vom Tisch und der ganze Fußboden ist nass und das Kind springt auf und die Lehrerin hilft es aufzuwischen, das Wasser, und es ist ein großer Krach und eine große Unruhe. Dann werden wir dieses Kind gleich anders beurteilen und denken, es ist, hat ein chaotisches Verhalten und es scheint irgendwie eine besondere Rolle in der Klasse zu spielen, obwohl das Kind vielleicht normalerweise ganz unauffällig ist und diese heruntergefallene Flasche ja eine ganz große Ausnahme darstellt. Und das Gleiche kann natürlich passieren, wenn ganz am Ende unserer Beobachtung etwas sehr, sehr Dominantes passiert, sodass wir unsere gesamte Beurteilung immer beeinflusst ist von diesem dominanten Ereignis. Einen ähnlichen Effekt hat man auch, wenn man Fragebögen erstellt und dort zum Beispiel die Anordnung oder die Reihung der Fragen uns beeinflusst, auch bei der Lösung der Aufgaben. Der dritte Effekt der Verzerrung, den ich Ihnen vorstellen möchte, sind die sogenannten milde und strenge Fehler. Ein milde Fehler bedeutet, dass ein Beobachter insgesamt bessere Urteile abgibt und deshalb auch höhere Mittelwerte erzielt als ein anderer Beobachter, weil er vielleicht von irgendeiner Sache sehr beeindruckt ist. Und das Gleiche ist ein strenger Fehler, dass manche Beobachter eine Tendenz zu unterdurchschnittlichen Urteilen im Vergleich zu anderen Beobachtern haben. Was wir oft aus Fragebögen auch kennen, ist, dass die meisten eher zu einer zentralen Tendenz neigen, also dass die Beurteiler neutrale und mittlere Urteile bevorzugen, und das gibt es eben sehr oft bei Fragebögen, dass alle dazu neigen, praktisch in der Mitte anzukreuzen, um unauffällig zu sein. Im Gegensatz eben zu den Extremurteilen, dass man extrem negative oder extrem positive Urteile andauernd angibt. Und der dritte Bereich, der hier noch zu nennen ist, sind sogenannte Kontrastfehler. Da neigt der Beobachter oder Befrager dazu, Eigenschaften in dem Beobachteten zu erkennen, die er sich selber abspricht. Also zu sagen, die Lehrerin kann das extrem gut und also ich könnte das gar nicht, deswegen kriegt sie von mir auch sehr, sehr gute Urteile. Eng damit verbunden sind die sogenannten Ähnlichkeitsfehler, also dass der Beobachter oder Befragter beim anderen Eigenschaften entdeckt, die er sich selber auch zuschreibt und sagt, der kann es genauso toll wie ich, deswegen beurteile ich das gut oder eben auch negativ. Der Erwartungseffekt ist etwas, was auch schon ganz am Anfang erwähnt worden ist, also unsere subjektiven Theorien, die wir haben, die spiegeln sich im Erwartungseffekt wider, und dann lässt sich der Beurteiler von seinen eigenen Schlussfolgerungen und seinen ungeprüften Hypothesen leiten. Das ist eigentlich einer der gefährlichsten und stärksten Effekte,
Also wenn Sie zum Beispiel in der Diagnostik den Auftrag bekommen, ein bestimmtes Kind zu beobachten und Ihnen von vornherein mitgeteilt wird, dass das Kind besonders aggressiv ist und andauernd den Unterricht stört, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie dieses Verhalten entdecken, wesentlich größer, als wenn Sie keine Information darüber haben, welches Kind den Unterricht stört. Und es kann dann unter Umständen sein, dass Sie das Verhalten selber gar nicht beobachten, weil Sie nicht diese Hypothese bereits verinnerlicht haben. Ja, des Weiteren unterscheidet man zwischen systematischen und strukturierten Beobachtungen. Und hier gibt es ja sozusagen die Frage, wie selektiv ist die Zuwendung, Wahrnehmung und Erinnerung. Bei der selektiven Zuwendung geht es darum, dass definiert werden muss, welche Inhalte ich beobachte. Das ist natürlich auch schon deshalb wichtig, damit ich am Schluss zielgerichtet auswerten kann. Also angenommen, ich gehe in eine Klasse und beobachte die ganze Zeit, welche Kinder Kaugummi kauen, kann ich nachher keine Aussage mehr über das allgemeine Sozialverhalten oder Lernverhalten treffen. Die selektive Wahrnehmung, da geht es eben darum, dass definiert werden muss, worauf ich bei den ausgewählten Inhalten achte und wann die Beobachtung beginnt und wie lange sie dauert. Das ist auch für die Replizierbarkeit der Daten von herausragender Bedeutung, denn Kinder verhalten sich zu anderen Uhrzeiten anders und die ausgewählten Inhalte müssen auch wirklich benannt werden können. Die selektive Erinnerung meint den Umstand, dass Beobachtungen aufgezeichnet werden müssen, entweder mit Hilfe eines Beobachtungsschemas oder einer audiovisuellen technischen Möglichkeit, so dass das Material später anhand eines Schemas kodiert wird. Das ist vor allen Dingen für den Bereich der Forschung, in der natürlich auch viele Beobachtungen gemacht werden, von herausragender Wichtigkeit. Für den Unterricht, für die Unterrichtsbeobachtung eignet sich vor allen Dingen ein Verfahren der minutenweisen freien Beobachtung. Hier handelt es sich um ein vielseitig einsetzbares Verfahren, das ganz unkompliziert ist und das man jederzeit durchführen kann, um eine ja nicht sehr strukturierte Beobachtung zu machen. Dabei hat man einen Protokollbogen und die Strukturierung findet hier im Wesentlichen über die Zeit statt. Also wir machen pro Minute eine Eintragung eines besonderen Ereignisses, was uns in dieser Minute im Klassenzimmer auffällt. Und es gibt in diesem Protokoll oder Beobachtungsbogen eine Situations- und eine Reaktionsspalte. Damit kann man vor allen Dingen dann die Interaktion unter den Schülern untereinander oder die Interaktion zwischen Lehrer und Schülern sehr gut erfassen. Und wenn man das Protokoll anschließend wieder durchsieht, werden auch Zusammenhänge deutlich. Man kann die auch quantifizieren, wie oft ist ein Verhalten tatsächlich vorgekommen. Und man kann dadurch ganz gute Schlüsse ziehen. Ich möchte Ihnen hier mal ein echtes Protokoll. Ja, hier sehen Sie ein Protokoll der besonderen Vorkommnisse oder Ereignisse, das in einer realen Schule für Erziehungshilfe von Studierenden mal durchgeführt worden ist. Und die Unterrichtszeit, die hier auf diesem kleinen Blatt beobachtet wird, umfasst 3 Minuten. Und wir können aus diesen 3 Minuten einen ganz lebhaften Einblick des Klassengeschehens bekommen. Die Tabelle, in die in der Regel dann natürlich handschriftlich eingetragen wird, was passiert, hat 5 Spalten. Auf der einen Seite sehen wir, dass die Zeit eingetragen wird. Hier ist es nicht ganz minutengenau, aber fast. Dann wird das Verhalten der Lehrperson festgehalten, der Schüler und Schülerinnen. Und während des Protokolls kann auch ein Kommentar gegeben werden, um die Situation etwas zu beschreiben. Und anschließend, und das ist getrennt vom Kommentar, besteht die Möglichkeit,
eine Interpretation hinzuzufügen, also eine subjektive Beurteilung der Situation. Jetzt mal kurz vorschlagen, also 9.12 Uhr, der Lehrer geht aus der Klasse und holt ein Knobelspiel. B, ein Schüler, steht auf und schreibt einen Schriftzug an die Tafel. N steht auf, B wirft ihr Federmäppchen durch die Klasse. Die Studierenden haben kommentiert, es herrscht Unruhe, niemand arbeitet mehr. Nachträglich haben sie hinzugefügt, es ist eine vorhersehbare Aufsichtsproblematik, wenn der Lehrer das Klassenzimmer verlässt. 2 Minuten später, also um 9.14 Uhr, kommt der Lehrer zurück und gibt das Knobelspiel dem Schüler K. K freut sich über das Knobelspiel und der Kommentar ist, die Handlung des Lehrers wird von den Kindern genau beobachtet. E schaut neidisch auf K und die Interpretation nachträglich ist, E fühlt sich ungerecht behandelt. Um 9.15 Uhr passiert dann die Situation, E will das Knobelspiel auch haben, es kommt zu einer Rangelei. Also sehen, es handelt sich hier um 3 Minuten und dass es zu dieser Rangelei gekommen ist, hat nicht ausschließlich etwas mit E zu tun, sondern auch mit dem Lehrer und der gesamten Situation. Eine zweite, etwas profiliertere Methode der Beobachtung ist die Unterrichtsbeobachtung mit BAVIS-Kategorien. Die BAVIS-Kategorien gehen auf eine systemische Sichtweise zurück und in der eben nicht nur der einzelne Mensch, wie bereits in der Vorlesung dazu dargestellt, das Objekt der Betrachtung ist, sondern in dem immer das ganze System, in dem sich der Einzelne bewegt, von Bedeutung ist. Und der Blick richtet sich dann bei einer systemischen Beobachtung auf die bestehenden Muster, Zusammenhänge und Dynamiken des Systems, die Handlungen der Mitglieder untereinander, die sich wechselseitig beeinflussen und das ganze Netzwerk der Interaktionen, die eben das entscheidende Band zwischen den Teilen und dem Ganzen eines Systems sind. Auch wie bereits in der Vorlesung zur systemischen Sicht dargestellt, gibt es nicht nur eine richtige Wirklichkeit, sondern verschiedene Wirklichkeiten, die natürlich in dem sozialen Geschehen dann auch deutlich werden, wenn die unterschiedlichen Mitglieder eines Systems eine ganz andere Sicht auf einen Gegenstand haben oder eine Interaktion und sie als ungerecht oder gerecht beurteilen. Diese unterschiedlichen Wirklichkeiten entwickelt jeder Mensch im Laufe seines Lebens aufgrund der Erfahrungen, die man gemacht hat und die wirken sich eben aus auf die aktuellen sozialen Beziehungen und Interaktionen in einem System. Das heißt, dieses Beziehungsgefüge ist zentral in der Beobachtung und dabei wird grundsätzlich von dem Gedanken ausgegangen, dass sich das Verhalten der einzelnen Mitglieder eines Systems auf das Beziehungsgefüge des ganzen Systems auswirkt. Für die Systeme, die wir in der Regel beobachten, sind eben die Mitglieder Lehrer, Schüler, Schulleitung und Eltern und so weiter, die alle das Gesamtsystem über das Beziehungsgefüge beeinflussen. Deswegen richtet sich das Hauptaugenmerk der systemischen Sichtweise auch nie auf den Einzelnen, sondern eben auf den Umgang der Systemmitglieder miteinander. Unterrichtsstörungen erklären sich aus systemischer Sicht heraus, dann eben auch aus vielen Wirkfaktoren, die zum Teil innerhalb des Systems Schule vorliegen, aber auch im System Familie verortet sein können, wenn beispielsweise das störende Kind mit seinem Verhalten auf seine schwierige familiäre Situation unbewusst aufmerksam machen möchte. Das System Schule kann natürlich auch Verhaltensprobleme hervorbringen durch ungünstige Interaktionsprozesse zwischen Lehrer, Schüler oder Schüler, Schülern, Probleme in der Klassenführung, die der
nicht guten didaktischen Qualität des Unterrichts, aber auch der Selektionsfunktion der Schule und dem dadurch resultierenden Leistungsdruck, dem Kinder ausgesetzt sind und dem sie unter Umständen nicht gewachsen sind. Die Basiskategorien, die ich Ihnen im Folgenden vorstellen möchte, sind aufgrund von empirischen Befunden erhoben worden. Und dort wurde vor allem das Lehrerverhalten, aber auch das Schülerverhalten analysiert. Beim Lehrerhandeln konnte man beobachten, dass Lehrpersonen im Durchschnitt 80% ihrer Handlungen in Konfliktsituationen neutral sind. Das heißt also, sie sind nicht strafend, aber sie sind auch keine positive pädagogische Beeinflussung. 15% sind tatsächlich punitiv, also strafend, und nur 5% der intervenierenden Maßnahmen von Lehrern und Lehrerinnen sind tatsächlich sozial integrativ. Das ist erstaunlich, weil 90% der Lehrer angeben, dass sie der Meinung sind, dass die sozial integrativen Maßnahmen die sinnvollsten Maßnahmen sind. Neutrale Maßnahmen werden vor allen Dingen dann gern gewählt, wenn der Unterricht kurzfristig fortgesetzt werden soll und man nicht sich durch Störungen der sozialen Interaktion dadurch aufhalten lassen möchte. Gleichzeitig sind diese Maßnahmen aber aus Sicht der Lehrperson auch ja, oft ungeeignet, um langfristige Aggressionen zu vermindern. Ja, die Autoren Humpert und Dann haben das Beobachtungssystem BAVIS auch aufgrund der eben genannten Untersuchungen entwickelt. Und hier werden erstmal Handlungen oder Maßnahmen des Lehrers als Reaktion auf aggressive oder störende Schülerhandlungen kategorisiert. Also wenn wir ein solches Verfahren einsetzen, dann haben wir diese Kategorien zur Verfügung, die zu Beginn der Vorlesung als eine positive Möglichkeit der Datenfixierung vorgeschlagen worden ist. Zu den neutralen Handlungen, die eben schon kurz erwähnt worden sind, ist zu sagen, dass darunter Verhaltensweisen fallen, dass der Lehrer gar nicht oder wenig regulierend in das Unterrichtsgeschehen eingreift. Bei Konfliktfällen fragt er nicht nach Ursachen oder nach den Schuldigen, sondern bittet einfach darum, dass der Unruheherd beruhigt wird. Damit hat er auch keinen erzieherischen Einfluss auf das Geschehen. Also es geht nicht um die Frage, wer war schuld an der Situation oder fühlt sich jemand ungerecht behandelt. Zentral ist in diesen neutralen Handlungen, dass das Unterrichtsgeschehen kaum unterbrochen wird. Das Positive ist, dass sozusagen provokatives Schülerverhalten reduziert werden kann, indem Schülern, die das instrumentell einsetzen, nicht immer wieder eine Bühne geboten wird. Das Betteln um Aufmerksamkeit, was sozusagen dahinter stehen könnte, wird also ignoriert und die Unterrichtszeit bleibt fast vollständig erhalten. Negative Aspekte sind, wenn nun eine tatsächliche Unruheherd in der Klasse besteht und es dafür eine Ursache gibt, dann nehmen die Störungen kontinuierlich weiter zu. Wenn man zu lange wartet, können sogar Konflikte eskalieren, die man bei einer rechtzeitigen Intervention hätte verhindern können. Und Streitigkeiten und Ungerechtigkeiten bleiben eben ungeregelt, sodass also der Konfliktherd weiter schwelt. Die Autoren haben jetzt drei Kategorien für diese neutralen Verhaltensweisen formuliert. Die erste Kategorie ist Beobachten, Ignorieren. Darunter fallen alle Verhaltensweisen, wenn der Lehrer das aggressive Verhalten verfolgt, ohne einzugreifen und auch in seiner Mimik und Gestik neutral bleibt.
Der Lehrer vertraut dann auf die Selbstregulation des Konflikts, er beeinflusst die Situation nicht und er gibt keine positive oder negative Verstärkung in der Situation. Und wenn dieses Verhalten vorliegt, dann wählt man eben die Kategorie oder notiert die Kategorie beobachten, ignorieren. Hier gibt es dann auch für jede Kategorie ein Kürzel. Hier ist das BEIG, beobachten, ignorieren. Abbrechen als neutrale Handlung meint ein kurzes, wirkungsvolles Handeln, das das störende Schülerverhalten ja, unterbricht. Probleme sollen dann erst später gelöst werden. Es gibt keine Schuldzuschreibung, die Ursachen werden nicht geklärt und die Unterrichtszeit wird nicht unterbrochen. Also hier Kategorie Abbrechen, auch hier gibt es ein Kürzel dann dazu. Die Kategorie Mahnen, da gibt es eine verbale Äußerung oder auch eine nonverbale über die Mimik, dass dem Lehrer das Verhalten missfällt. Er fordert zur Beendigung des Handelns auf, also im Sinne, kann da hinten mal bitte Ruhe sein, er stört den Unterricht, aber er nennt keine Konsequenzen, so dass ja, der Schüler nicht weiß, was passiert, wenn er das Verhalten nicht beendet. Im Gegensatz dazu sind die strafenden Handlungen Maßnahmen, mit denen der Lehrer versucht, emotionale negative Wirkungen bei den Schülern zu erzeugen. Also durch die Androhung einer Strafe oder die Durchführung einer Strafe wird dann signalisiert, dass das aggressive und störende Verhalten nicht geduldet wird. Die Kategorien, die dazu von Rumpert und Dunn gebildet worden sind, ist das Drohen, also hier mit DROL abgekürzt. Der Lehrer droht den Schülern, er kündigt negative Konsequenzen an oder den Entzug positiver Konsequenzen. Also entweder, wenn das so weitergeht, darfst du nicht mit denen auf den Schulausflug oder vergleichbare Drohungen. Dann gibt es die Kategorie Bestrafen. Hier führt der Lehrer die Handlungen dann tatsächlich auch durch, die dem Schüler unangenehm sein sollen. Also die unangenehmen Konsequenzen werden zugefügt oder die angenehmen Tätigkeiten und Zustände werden entzogen. Und die dritte Kategorie Herabsetzen ist eine, die leider recht häufig vorkommt. Da werden negative Aussagen gegen die Schüler als Person vorgenommen. Also sie werden entwertet, bloßgestellt oder gekränkt. Das können Bemerkungen sein wie, das ist ja klar, dass du schon wieder den Unterricht störst oder diese schlechte Note wundert mich gar nicht, weil du ja auch bisher nicht in der Lage gewesen bist, Leistungen zu präsentieren. Und diese Bloßstellung und Kränkung sind natürlich sehr negativ für das Individuum. Sarkastische und ironische Bemerkungen werden von den Autoren auch dazu gezählt, die explizit darauf hinweisen, dass Kinder und Jugendliche diesen Sarkasmus oder die Ironie häufig gar nicht als solche verstehen können und einfach nur die Abwertung, die dahinter steht, registrieren und deutlich auf die negativen Aspekte solcher Bemerkungen aufmerksam machen. Ja, die eigentlich positiven pädagogischen Handlungen, die als sozial integrative Handlungen bezeichnet werden, die werden von den Autoren Humpert und Dunn so beschrieben, dass die Lehrperson versucht, auf die Konfliktparteien einzugehen, dass sie nach Gründen und Ursachen für die störenden Verhaltensweisen und Unterrichtsstörungen sucht, dass sie natürlich dazu motiviert, dass der Unterricht wieder weitergeht, aber dass Maßnahmen da sind, die das Klassenklima verbessern und dass die Handlungen auch langfristig erzieherisch wirksam sein sollen. Die Kategorien, die hier gebildet werden, ist einmal Kompromiss vorschlagen mit dem Kategorienkürzel KOMP.
Der Lehrer macht Vorschläge zur Kompromisslösung, er stellt positive Konsequenzen für die Konfliktparteien in Aussicht, er regt zu eigenständigen Konfliktlösungen an und er beachtet die subjektive Sichtweise beider Parteien, ohne sie negativ zu bewerten. Die zweite Kategorie ist das Integrieren. Da versucht die Lehrperson, die Gruppen aufzufordern, den Täter und das Opfer wieder zu integrieren. Und die Kategorie Ermutigen zielt darauf aus, dass die Lehrperson positive erwünschte Verhaltensweisen hervorhebt und sich mit dieser Aufforderung entweder an das Opfer oder auch an den Täter richtet. Also auch hier wird deutlich, dass es nicht um eine Herabsetzung einer Konfliktpartei geht, sondern dass immer die subjektive Sichtweise und die positiven und erwünschten Verhaltensweisen beider Parteien berücksichtigt werden. Letzte Kategorie, Einfühlen. Da zeigt die Lehrperson verständnisvolle Begleitung. Also sie verbalisiert Gefühle, wie in dieser Konfliktsituation geht es dir sicherlich ganz schlecht, weil deine Sitznachbarin dir deinen Bleistift weggenommen hat. Sie gibt verbal und körpersprachlich Zuwendung, spricht Anerkennung aus für die Bemühungen, sich zu vertragen oder sich zu entschuldigen und ergreift eben keine Partei. Ebenso wie es Kategorien für das Lehrerverhalten gibt, gibt es nun auch Kategorien, die für die Unterrichtsbeobachtung beim Schülerverhalten eingesetzt werden können. Die Kategorien zum Schülerverhalten dienen auch der Vereinfachung der Beobachtung, sind ebenfalls von Humpert und Mitarbeitern gebildet worden und es gibt 10 Kategorien. Kategorie 1 bis 8 beschreibt aggressive Verhaltensweisen und 9 und 10 sind weitere Störungsverhalten, die erst später von den Autoren hinzugefügt worden sind und die nicht direkt als aggressiv interpretiert werden können, die aber doch zu erheblichen Störungen und Beeinträchtigungen führen können und die stark an das Störungsbild ADHS auch in den Verhaltensweisen erinnern. Auf dieser Folie steht auch, was BARVES heißt, nämlich Beobachtungssystem zur Analyse von aggressionsbezogenen Interaktionen von Schülerinnen und Schülern. Die erste Kategorie ist die Beschädigung von Sachen. Darunter fallen alle Verhaltensweisen, wenn der Schüler etwas zerstört, beschädigt, beschmutzt, Gegenstände funktionsuntüchtig macht oder sie im Wert mindert oder Versuche dahingehend unternimmt. Das ist eine wichtige Kategorie, die auch unter die Sachbeschädigung fällt, auch unter eine der häufigsten Kategorien aggressiver Schulverhalten. In der Forschung. Die Kategorie Besitz ergreifen von Sachen bzw. ideellen Dingen dient dazu, Schülern zu beschreiben, wenn Schüler und Schülerinnen ihren Mitschülern Gegenstände wegnehmen oder auch immateriell zum Beispiel den Freiraum des anderen beanspruchen. Also darunter kann zum Beispiel zählen, dass einfach einem Schüler ein Sitzplatz weggenommen wird. Oder auch einen Auftrag, den der Lehrer an einen Mitschüler vergeben hat, wie Tafelwischen, Blumengießen, andere von anderen Kindern weggenommen wird. Die Kategorie Drohen und Erpressen fällt jetzt eher in das, was wir nun wirklich als aggressiv auch im Alltagsgefühl empfinden. Also hier ist der Tatumstand gemeint, dass Schüler Mitschülern Strafe oder unangenehme Folgen in Aussicht stehen und damit Forderungen aufstellen, drohen über Gebärden ein Bedrohszenario aufbauen. Also gib mir das und das, sonst gibt's in der Pause was.
physische Auseinandersetzung, meint die eigentlichen Tätigkeiten von Schülern gegenüber anderen Schülern, auch Versuche, die dahin gehen, die in der Absicht durchgeführt werden, den Mitschülern tatsächlich Schmerz zuzufügen, sie zu schädigen oder sie in eine unangenehme Lage zu bringen. Also die klassischen Sachen wie Schlagen, Schubsen, Zwicken, Bewerfen, Beinstellen und so weiter. Die verbale Auseinandersetzung ist in der Forschung das aggressive Schülerverhalten, das Lehrer und Lehrerinnen am meisten in der Praxis beklagen. Und auch bei dem Ausfüllen dieses Bogens ist es sehr häufig eine Kategorie, die genannt wird. Hiermit sind verbale Angriffe mit Schimpfwörtern, Beleidigungen und so weiter gemeint, was eben auch von Mimik und Gestik begleitet werden kann, wie Zunge rausstecken, Stinkefinger zeigen und. Die Kategorie Ablehnung, Geringschätzung schließt so ein bisschen an die Mobbing-Idee an. Das ist meistens ein Verhalten ohne Worte, das eine negative Einstellung eines Schülers gegenüber oder einer Gruppe von Schülern ausdrücken soll. Zum Beispiel, wenn jemand durch den Klassenraum geht, wenn andere Schüler wegrücken oder sich wegsetzen, wenn sich ein Schüler neben einen setzt oder Ausdruck des Ekels oder der Verachtung verbal oder mimisch dem Schüler gegenüber zeigen. Die Kategorie Verweigerung wird auch sehr häufig in der Praxis beklagt. Hier geht es darum, dass auf neutrale oder positive Zuwendung von Mitschülern oder Lehrer die Schüler mit einer feindseligen Verweigerung reagieren, also dass sie entweder sehr negativ sind oder passiv oder resignativ. Das heißt, also wenn sie zum Beispiel aufgefordert werden, irgendeine Aufgabe durchzuführen, sich im Unterricht zu beteiligen, sich im Klassengeschehen zu beteiligen, dass sie dann mauern oder sagen, machen Sie es doch selbst oder das kann ich nicht und das will ich auch nicht. Ja, zunächst gab es die Kategorie 8, sonstige aggressive Schülerhandlungen. Für alle Verhaltensweisen, die aggressiv motiviert sind oder störend, die aber nicht in die Kategorien 1 bis 7 fallen, die dann aber trotzdem den Lehrer zu einer spezifischen Reaktion nötigen. Hier ist natürlich bei der Kodierung im Verhaltensprotokoll auszuführen, was dann tatsächlich dort gemeint worden ist. Die später hinzugekommenen Kategorien 9 und 10, die beschreiben erstmal auffallend unterrichtsfremde Störungen. Das heißt, dass es Verhaltensweisen sind, die nicht aggressiv motiviert sind vom Schüler, aber die visuell und akustisch so auffallend sind, dass der Schüler den Unterricht in den Augen des Lehrers behindert, unterbricht oder blockiert. Das kann also und deswegen die Assoziation mit ADHS durch eine auffallende motorische Unruhe sein, dass man andauernd auf dem Stuhl rumrückt, einem andauernd das Arbeitsmaterial runterfällt, dass man andauernd im Ranzen rumwühlt, mit dem Nachbarn schwätzt, leicht ablenkbar ist oder sich mit anderen Tätigkeiten beschäftigt. Das ist nicht aggressiv motiviert, aber dennoch eine Unterrichtsstörung. Und die letzte Kategorie ist die auffallend störende Teilnahme am Unterricht. Hier sind Verhaltensweisen gemeint von Schülern, die an sich mitarbeiten, die aber ohne jetzt tatsächlich stören zu wollen und also ohne sozusagen einen aggressiven Impuls zu haben, den Unterrichtsverlauf nach Einschätzung des Lehrers beeinträchtigen, unterbrechen oder blockieren. Damit meinen die Autoren, dass die Schüler ständig abwegige Fragen stellen, die Gesprächsregeln verletzen oder ständig störende Begleithandlungen durchführen, die eben dann das Unterrichtsgeschehen und den Unterrichtsfluss unterbrechen können. Ja, diese beiden
Kategoriensysteme werde ich Ihnen ebenfalls in StudentIP hochladen, sodass Sie sich solche Beobachtungsböden anschauen können, genauso wie ich Ihnen ein Protokoll der minutenweise freien Beobachtung dazufüge. Und ich hoffe, dass wir im Studium die Gelegenheit haben, wie ich es sonst in der Vorlesung nun gemeinsam mit Ihnen machen würde, diese Bögen mal auszuprobieren, um dann eben auch die Unterschiede zwischen diesem Einsatz von Kategoriensystemen oder einer rein deskriptiven Beschreibung von Verhaltensweisen anhand eines Zeitstrahls, welche Vorteile die eine oder andere Beobachtungsmöglichkeit bietet. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.